Pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Hallo. Hallo, guten Morgen. Doch einige zahlreich erschienen, trotz des Schneegestöbers draußen. Großartig. Wunderschön. Wir haben jetzt heute die nächste halbe Stunde vor, Sie einmal mit einzuladen in die Philosophie, in unsere Lebensweise, Klaus-Peter Ochs Academy. Genau. Wir zeigen Ihnen heute mal, was wir so tun, was wir so treiben in der Hanauer Landstraße 187. Wir haben da ein sensationelles Schulungszentrum eröffnet, 350 Quadratmeter, multifunktional technisch ausgestattet. Wir schauen einfach mal, was da so vorbereitet worden ist heute. Wollen wir mal kurz drauf eingehen? Möchtest du anfangen, André? Ja. Also, uns geht es in unserer Schule um tragbare Haarschnitte, um vermittelbare Haarschnitte. Wir lehren Haare schneiden. Wir haben hier einige Sachen vorbereitet, keine extravaganten Sachen. Tragbare Haarfarben, tragbare Haarschnitte. Wir haben hier, sie sieht fast aus wie Natur. Wir haben hier ganz tolle natürliche Paintings drin, wir haben ganz feine Websträhnen drin, wir haben ihren Look unterstrichen, ihren Schnitt unterstrichen. Ich finde, es sieht unheimlich toll natürlich aus. Big Hair, großartig. Gib doch gerade mal noch an die Wand rüber. Wir haben hier das genaue Gegenteil. Auch das wird bei uns an der Schule gezeigt. Wir haben künstliche Farben, harte Linien, Kanten. Wir haben aktuelle Haarschnitte. Wir vermitteln Ihnen alle Arten von Haarschnitten bei uns auf der Schule. Super. Und was natürlich ganz neu ist und ein ganz neues Ausbildungs- bzw. Schulungskonzept ist genau das, was ich jetzt erklären möchte. Wir haben kein feststehendes Programm, das gebucht werden kann, sondern jeder Salon hat die Möglichkeit, ein individuelles Ausbildungsprogramm bei uns zu buchen. Das heißt, Sie kommen auf uns zu und wir schneidern speziell auf Ihre Bedürfnisse, Ihren Salon, die Schulungsthemen zusammen. Das bedeutet, unser Ausbildungszentrum hat die Möglichkeit, die Räumlichkeiten auch nochmal abzutrennen und wir können innerhalb eines Schulungszentrums verschiedene Stoffe gleichzeitig lehren. Bedeutet für den Azubi zum Beispiel im Bereich Herrenhaarschnitt oder Beratungsgespräch, für den Chef vielleicht mit der Mitarbeitermotivation, für die Gesellen nochmal was im Bereich Koloration, Farbtechniken, alles, was wir brauchen, um individuell arbeiten zu können. Individualität bedeutet, wir möchten jeden Kunden individuell bedienen können, keinen fertigen Trend auf jeden Kopf setzen, sondern ganz speziell auf die Bedürfnisse des Kunden, auf die Gesichtszüge des Kunden, was hinschneidern bzw. eine Koloration machen. Ganz genau. Also wir haben kein starres Ausbildungsprogramm. Wir haben, Sie sagen uns, wo Defizite in Ihrem Team sind, wo Sie gerne gepusht werden möchten. Wir finden, dass Weiterbildung und Ausbildung das Fundament, das einzige Fundament für Erfolg ist. Und wir werden individuell auf Ihr Programm, auf Ihre Wünsche ein Programm zusammenstellen. So, dann möchte ich einmal auf eines der Kerngeschäfte eingehen, die nach wie vor in unseren Salons eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und das bedeutet klassische Websträhnen am ganzen Kopf. Das haben wir hier auch vorbereitet am Samstag in der Location. Und ich denke, es gibt nichts Schöneres, wie wenn man klassische Websträhnen wirklich hundertprozentig und wunderschön setzen kann. Und ich denke, das ist hier ganz gut gelungen, oder? Genau. Danke. Also, es gibt Haarfarben in unserem Salon auf jeden Fall ein Thema. Ich finde, Haarfarben und Tönung unterstreichen, sollen den Typ unterstreichen, sollen den Haarschnitt unterstreichen. Aber sind wir ganz ehrlich, Geld verdienen wir mit Strähnen. Und da gibt es immer noch Optimierungsmöglichkeiten für jedes Team. Es gibt unzählige Techniken, nicht jeder beherrscht sie alle. Und ich finde, da sollte man ansetzen, das ist auf jeden Fall ein Goal für unseren Salon, dass wir die Foliensträhnen, dass wir die Strähnen pushen.
Weil das ist definitiv Kerngeschäft, wie meine Kollegin schon gesagt hat, und das ist Umsatzträger. Und das sollten wir nicht aus den Augen lassen. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist, dass uns manchmal leider die Zeit fehlt, um so eine Technik wie eine klassische Websträhne am ganzen Kopf, die meistens eine Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde braucht, wenn man es richtig und ordentlich machen möchte. Und deswegen gibt es auch Techniken wie zum Beispiel diese, wo wir einfach unterschwellig ein paar Strähnen setzen können. Eine wunderschöne Haarfarbe und man sieht sie gar nicht auf den ersten Blick, sondern nur je nachdem, wie sie sich gerade bewegt, wie sie gerade die Haare schüttelt, mal mehr und mal weniger. Diese Technik nennt sich eine Rautentechnik. Die Strähnen sitzen unterschwellig und man sieht überhaupt keinen Ansatz, zum Beispiel, wenn das Ganze rauswächst. Super schnell umsetzbar und ganz leicht lehrbar und erklärbar und wirklich eine Technik, die jeden Tag im Salon umgesetzt werden kann. Übrigens, was ich unbedingt erwähnen möchte, wir haben keine Profi-Models hier auf der Bühne. Das sind alles Mädels, die wir tatsächlich auf der Straße angesprochen haben und gefragt haben, ob sie Bock haben auf diesen Job. Also das heißt, Mädels, die jederzeit auf ihrem Stuhl sitzen könnten. Ein Applaus bitte für die Modelle. Danke. Okay, wir wollen natürlich ein bisschen Action machen auf der Bühne. Wir schneiden ein bisschen Haare. Sie alle können Haare schneiden. Wir machen hier keinen Workshop. Wir zeigen einfach mal ein bisschen, wir wollen alle Haare schneiden, Haare fallen sehen. Deswegen schneiden wir jetzt mal ein bisschen Haare, aber wir werden Ihnen nicht jeden einzelnen Haarschnitt erklären. Wir wollen ein bisschen was erzählen zu unserer Schule, zu unseren Schulungskonzepten. Ich bitte jetzt mal unsere Schneidemodelle auf die Bühne. Unsere Haarschneidetechniken sind absolute Basics, die schon in den 60er Jahren angefangen haben, die wir ausgearbeitet haben in den letzten Jahren und sich erweitert haben, dass wir die also sowohl mit dem Einsatz von Messern als auch Epilierschere, Haarschneidescheren, wie auch immer, umsetzen können. Und das Schöne daran ist, dass es für die Kunden wahnsinnig unkompliziert ist, das zu Hause zu föhnen. Dankeschön, weil wir nicht der Meinung sind, dass die Kundin das Ganze erst stundenlang in Form föhnen muss, um das Ganze dann auch tragbar zu machen, sondern die Schnitte fallen im Prinzip wie von selbst, wenn sie richtig in Form geschnitten sind. Ganz genau. Und das unterscheidet in unseren Augen einen guten von einem schlechten Haarschnitt. Wir können von keiner Kundin erwarten, dass sie morgens ein riesen Styling-Programm abzieht und dem Friseur Konkurrenz macht. Ein guter Haarschnitt, der muss einfach sitzen. Wenn der Haarschnitt, wenn die Linien geometrisch sind, wir alle unsere Schnitte basieren auf den geometrischen Aufbauten, auf den geometrischen Haarschnitten der 60er Jahre. Wir haben die optimiert, um in unserer Schule sie einfach vermittelbarer zu machen. Es geht darum, reproduzierbare Haarschnitte zu machen, vermittelbare und vor allem tragbare Haarschnitte. Es ist nicht lernbar, wie man das manchmal auf diversen Bühnen sieht. Der Friseur wirft die Haare in die Luft, geht mit der Schere rein. Das ist Feeling, das ist Erfahrung, das ist ganz schwer lehrbar. Was wir tun, ist klar strukturiert, klar aufgebaut und vor allen Dingen nachvollziehbar. Ganz wichtig. Die Musik können wir ein bisschen haben? Danke.